Hey meine Leute, willkommen auf der Sunny Side of Life. Ich bin Sunny und heute zeige ich euch, wie ich mich abschminke. Total spektakulär, aber ich dachte mir, vielleicht interessiert es den einen oder anderen von euch. Und ja, dann legen wir einfach mal los. Zum Abschminken verwende ich einmal von Maybelline diesen Augen-Make-up-Entferner. Das ist speziell einer für Waterproof-Make-up. Und Wattepads. Und danach noch für das komplette Gesicht diese Reinigungstücher von BB für empfindliche und trockene Haut. Was ich zuerst mache, ich werde mir jetzt erstmal die Wimpern abnehmen. Und dann geht es mit dem hier weiter. Ich werde das Ganze jetzt gleich vorspulen, damit es nicht so lange dauert und ein kurzes Video bleibt. So ein kleines Make-up 1x1 Video, kann man so sagen. Und zwar gebe ich mir jetzt diesen Make-up-Entferner auf das Wattepad und werde mir das jetzt aufs Auge geben und eine Weile einwirken lassen, dass die Mascara, dass das alles ein bisschen einwirken kann. Wenn es ein bisschen eingewirkt hat, reibe ich vorsichtig, nicht zu doll reiben. Hier wollte ich ja nicht die ganzen Wimpern abreiben. So, dann haben wir das Gröbste auch schon ab. So. Dann gehe ich mit dem Rest noch über die Augenbraue. Ein bisschen unterm Auge entlang. Das war jetzt so erstmal das Gröbste. Das gleiche machen wir jetzt noch für das andere Auge. Wieder ein bisschen einwirken lassen. Das macht das Ganze einfach viel, viel einfacher, als wenn ihr jetzt schon anfangt zu reiben und euch da rote Stellen reibt und die Wimpern sollen ja nicht unnötig abfallen. Das mache ich bei den Augen. Für den Rest verwende ich jetzt die Reinigungstücher und gehe damit jetzt einfach über das komplette Gesicht. Auch nochmal über die Augen. Weil nur weil man, sage ich mal, auf den ersten Blick nicht mehr viel Make-up sieht, ist trotzdem noch sehr viel Make-up da. Natürlich empfiehlt sie es noch, danach das Gesicht einmal einfach mit Wasser zu waschen und mit irgendeiner Reinigungslotion nochmal drüber zu gehen. Aber ich wollte euch jetzt das reine Abschminken einfach mal zeigen. Die Ohren nicht vergessen, die haben wir auch geschminkt. So, dann nehme ich noch ein neues. Gehe damit natürlich auch den Hals entlang. Kommt nicht auch einiges runter. Gehe jetzt nochmal über das komplette Gesicht. Wimperntusche ist natürlich immer super nervig abzubekommen. Aber da einfach ein bisschen Geduld haben, nicht so viel reiben. Sonst reißt ihr euch die ganzen Wimpern aus. Das muss auch nicht sein.
Und das war jetzt so das Grobe. Was natürlich jetzt noch zu empfehlen ist, was ich gerne mache mit einer, mit so einer Reinigungslotion, sage ich jetzt mal, nochmal drüber zu gehen, mit Wasser nochmal abzuwaschen. Ich blende euch hier jetzt nochmal ein Bild ein, welche Reinigungsgeschichte ich dann auch noch verwende. Einfach mit Wasser und das ein bisschen aufreiben, sage ich mal, und auf die Haut geben. Dann mit Wasser einfach wieder abwaschen und ja, so funktioniert das Ganze bei mir. Ich creme mich danach jetzt immer noch einmal, die Haut dann doch gerade im Augenbereich noch gerötet ist. Ja, aber das war so die Abschminkroutine, wie ich es mache. Nicht so spektakulär, aber ich dachte mir, da ich mich jetzt sowieso abgeschminkt hätte, zeige ich euch das einfach mal. Ich werde euch alle Produkte in der Infobox natürlich verlinken. Wenn ihr so kleine 1x1-Videos noch gerne sehen möchtet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video noch. Ich verlinke euch noch ein paar aktuelle Videos unten in der Infobox. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Und ja, dann macht's noch gut. Einen schönen Tag euch noch. Ciao.